Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und heute spielen wir Space Hulk. Ich bin wieder da, Space Hulk Tactics. Ich habe eine kurze Pause gemacht, weil ich ein bisschen hier, ein bisschen da was machen musste. Auch Prüfung habe ich abgelegt, alles gut. Ja, und jetzt ist der 9. Oktober und es ist rausgekommen, Space Hulk. Ja, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit dem Warhammer-Universum auskennt. Also es ist, glaube ich, hier noch Warhammer 40k. Nicht das 41. Jahrtausend, sondern nur das 40. Jahrtausend. Ich bin auch schon etwas raus, dass Space Hulk generell, nochmal kurz um vorne wegzugehen, kam von einem Tabletop-Spiel, was 1989 rauskam. Es wurde mehrfach als Spiel verwurstet. Und ja, jetzt haben wir wieder ein neues Spiel. Ich muss dazu sagen, ich konnte mir damals 2008 oder so, kam das nochmal als Neuauflage raus. Ich habe es nicht gekriegt, das war überall verkauft. Später hatten sie es nochmal verkauft, da war ich aber leider schon aus dem Hobby raus. Die Computerspiele habe ich leider auch nie gespielt. Ich kenne zwar das Universum, aber ich kenne das Spiel nicht. Ich habe es kurz angemacht, mal ein bisschen kurz getestet. Ja, und ich würde einfach sagen, wir fangen mit der Kampagne an. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das mache. Ob ich jetzt einfach erstmal die Space Marines spiele und dann die Tyranniden oder soll ich das abwechselnd machen? Das schreibt mal in die Kommentare, wenn es euch interessiert. Also ich werde auf jeden Fall beides spielen und ich werde euch beides zeigen. Aber man könnte es ja so machen, eine Episode Space Marines und die nächste Tyranniden. Und die nächste, was sagt der Typ überhaupt von Tyranniden? Kommt dir gar nicht zu Wort. Das sind hier die Genstealer. Oder Symbionten, wie ich sie nennen würde. Wie ich sie kennengelernt habe. Aus dem deutschen Raum her heißen sie Symbionten. Im Englischen Genstealer. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich das richtig ausspreche. Ist aber auch egal. Viel gelabert und es geht los. Ich würde erstmal anfangen mit den Space Marines. Mit den Terminatoren. Vom Orden Blood Angel. Es gibt mehrere. Und das ist ein Orden, der hauptsächlich rot trägt. Let's go. Ne, wir wollen neue machen. Ich habe nun mal wieder kurz angespielt. Und da ich ein Noob bin, sage ich mal normal. Englische Texte werden übersetzt. Darum halte ich jetzt meinen Mund. Ich dachte, er erzählt was, verdammt. The Imperium of Man approaches its darkest hour. Its defenders lie scattered, spread thin across the darkness. Constant assaults bombard us from all corners of the galaxy. Wars led by the insidious alien Xenos. Limping home from one such brutal confrontation, the great battle barge Blood Crusader is waylaid by a panicked distress call from the Forge World planet of Gorgonum. A colossal space hulk has emerged from the heart of a warp storm and lies on a collision course with the Forge World. This monstrous conglomeration of wrecked starships adrift in the void for eons. The great derelict is a mass of secrets and dangers. And in their vast echoing chambers lurk swarms of deadly creatures, the worst of which are the Gene Stealers. Fanged, six-limbed, unrelenting and savage. They exist only to consume all life and to spread across the stars like a virus. A single squad of the Emperor's finest space marines is all that stands between this terrible threat and billions of human lives. The noble brothers of the Blood Angels go to meet their fate in the dark recesses of the Space Hulk. Episches Bild, aber alle Space Marines wären tot. So, ich werde ab und an mal was erzählen aus meinem Halbwissen des Warhammer 40k Universums. Space Marines sind die beste, die Terminatoren sind hier, die wir hier vorne rechts sehen, sind die besten der Menschen. Die Menschen, ja, wie soll ich sagen, die normaler Marine, Space Marine ist ein bisschen kleiner, aber auch schon sehr gut gepanzert.
und sind die übelsten Motherfucker, haben zwei Lungen, können Gift spucken, haben zwei Herzen, was man halt so braucht im Leben. Und die Terminatoren sind noch eine Stufe härter, bessere Rüstung, bessere Waffen. Ja, und ein Space Hulk ist eine, ja, ist ein Raumschifffriedhof, die durchs All treiben und quasi auch mit anderen Planetoiden oder Asteroiden irgendwas zusammenstoßen und weiter durchs All fliegen. Und aus dem Warp raus kam jetzt hier, ja, dieses riesige Space Hulk zutage, was jetzt hier, denke ich mal, die Terminatoren untersuchen werden. Das ist jetzt erstmal die Anfangsphase für Einsteiger. Ich werde das nochmal ganz kurz spielen. Ich denke mal einfach zu sehen, was das Spiel kann, was es, denke ich mal, ist jetzt nicht uninteressant. Viele mögen es nicht, nicht mögen, also was, Tutorials. Ich spiele das immer gerne, weil ich vergesslich bin und ja, laber nicht, mach mal. So, eine Markierung zur Tür und R. Wir müssen aufpassen, wie wir unsere Terminatoren aus... Ist das so laut? Ich habe das doch gerade umgestellt. Entschuldigung. Ich mach's mal einen Tucken leiser hier. Das geht ja auf die Ohren bei mir. Ich habe das schon leiser gemacht. Und weiter. Ah ne, Entschuldigung. Zurück. Los, zurück. Space Marines. Und weiter. So, in jeder Mission... Ja, ich kann es eigentlich vorlesen. In jeder Mission werden erst die Terminatoren oder Terminators und dann die Genstealer / Symbionten platziert. Wenn der Terminator platziert wurde, kannst du die Eingangsphase beenden. Ja, haben wir. Er ist platziert. Ende. Komm, weiter. So, jetzt beginnt die Runde der Genstealer und man kann hier die Ansicht ändern in die Ego-Perspektive. Das finde ich sehr nice. Und wir gehen auch weiter. Wir müssen jetzt nach vorne gehen. Und verbrauchen AP-Punkte, die hier irgendwo angezeigt werden. Ich drücke mal auf Weiter. Irgendwo waren die auch angezeigt. Vielleicht kommt es auch. Und wir müssen zur Tür und haben keine Ahnung. Wir müssen jetzt eine Aktionstaste machen. Die Aktionstaste ist die 4. Das wird das Symbol der Tür. Kostet uns auch eine AP, also einen Aktionspunkt. Wir öffnen die Tür. Ja, der Terminator hat alle Punkte verbraucht, das wissen wir. Und müssen den Zug beenden. So, Zug 2, wir können wieder bewegen, müssen jetzt auf umdrehen und was cool ist, in der Ego-Perspektive können die Terminatoren dank der taktischen Sicht durch Wände des Space Hulk sehen. Machen wir doch mal. Das war mit X. Magie. Da etwas rechts sehen wir einen anderen Kollegen, der ein bisschen ausgenockt ist, den helfen wir aber gleich. Taktische Sicht beenden. So, wir können diagonal gehen. Das muss ich auf jeden Fall mir merken. Das werde ich mich immer vergessen. Und die nächste Tür öffnen. Ist das nicht ein schöner Kopf? Und open. Und ja, kostet Aktionspunkt. Mach auf da. So, haben schon wieder alle verbraucht. Ja, AP da unten links in der Aktionsleiste. Auf der linken Seite wird es angezeigt. Null. Zug beenden. Dein Ziel ist es, die gefallenen Terminatoren zu erwecken und zwei von ihnen zu exfiltrieren. Erreiche den ersten Terminator und interagiere mit ihm, um ihn zu erwecken. Okay, was ist das jetzt genau, warum wir die jetzt erwecken müssen, das weiß ich jetzt auch nicht. Machen wir einfach mal. Hallo, Süßer. Ich interagiere mit dir. Werde wach. Er ist wach. So, und wir können jetzt zwischen den switchen. Ich weiß gar nicht, was da... So, jetzt sind wir geswitcht in dem vorderen. Steht Sturmtruppe. Das ist bestimmt schon... Wie heißen sie? Hießen sie Sturmtruppler? Ne, der hat einen Bolter. Eine Nahkampfwaffe? Und dann fest. Na egal. Ah, wir können auch so gucken. Ui, das habe ich vorhin gar nicht gecheckt, ey. Mit Taschenlampe. Space Marines! Das war's schon. So, der hat auch nur noch einen Aktionspunkt. Und das war's. Nächste Runde. Die Tyranniden sind dran. Und da kommt einer. Ein Symbiont. Ein normaler Standard-Symbiont. Und hat uns den Sturmbeutel entrissen. Und wir sind hin. So, erster Kontakt mit dem Genstealer. Oder Symbiont, wie ich ihn nenne. Genstealer sind im Nahkampf absolut tödliche Kreaturen. Also halte besser Abstand. Das tun wir. Welche zur isometrischen Ansicht. Achso, wechsle zur isometrischen Ansicht, um die verfügbaren taktischen Optionen abzuwägen.
Machen wir doch. F. So. Guck an. Diese Ansicht gibt dir einen Überblick über die Mission. Aktiviere taktische Sicht und bewege die Kamera. So, machen wir. Taktische Sicht war X. Und wir sehen, wir sollen zur Tür. Die Tür ist unzerstörbar, nachdem sie geschlossen wurde. Das heißt, der Symbiont hat jetzt nicht so wie das Alien aus dem Film Alien irgendwie Säureblut und kann die Tür irgendwie aufmachen oder drumherum klettern. Das geht hier wohl, glaube ich, nicht. Offenbar einfach mal so. So, ja, danke. Taktische Sicht aus. Wir müssen bewegen und Richtung dieses Pult auswählen. Das heißt, minus drei Aktionspunkte. Jetzt watschelt er dahin. Watscheli, Datscheli, Datscheli. Ist echt langsam, aber er ist eine Kampfmaschine. Er hält sogar Sprengraketen aus. Habe ich gerade noch mal im Codex nachgelesen. Den ich noch liegen hatte. Den will ich auch nicht wegschmeißen. So, und 4 Aktionspunkte. Zack, aktivieren. Eine Tür, bla bla bla. Die ist jetzt auf jeden Fall verschlossen. Da sehen wir an dem Symbol. Zack, der kommt da nicht mehr durch. Der Lurch. Der muss jetzt hier außen rum. Nee, kommt nicht mehr zu uns. Kann aber sein, dass die irgendeine Spezialfähigkeit haben und später die Türen kaputt kriegen. Das ist, wie gesagt, nur ein Tutorial. Vielleicht geht da später mehr. Zug beenden. Ja, das ist schon klar. Wir bewegen ihn dahin. Aktivieren. Und ja, Gefallenen, so Gefallenen, ich verstehe nicht, wenn die gefallen sind, sind doch tot, oder nicht? Dann müssen wir das Genmaterial oder so aus dem befreien, aber ist egal, ist ein Spiel, komm, aktivieren. Ja, und quatsch nicht. So, wir wechseln zu ihm, ja, machen wir, und wir gehen, wie viele Punkte haben wir? 4. Wechsel zum neuen erweckten Terminator, haben wir gemacht. Bewege ihn ein Feld nach vorne. Nur ein Feld, okay. Machen wir. Und ja, dieses Gebiet ist gefährlich. Wir können es nicht einsehen. Das heißt, wir machen Abwehrfeuer. Das ist das hier, Nummer 2. Und aktivieren. Das heißt, wenn sich hier was in diesem Radius bewegt, schießen wir drauf. Das sehen wir auch auf der Minikarte. Da hat uns darauf hingewiesen, dass hier Punkte... Ach nee, die eckigen sind Feinkontakt und der eine Punkt ist, glaube ich, der Punkt. Achso, hier gibt es auch andere Punkte, das wird auch gleich erklärt. Okay, weiter. Es ist auf jeden Fall ganz schön, das Spiel. Und ich glaube, ich möchte das nur mal als Brettspiel auch haben. So. Genau, ich lese nochmal vor. Es naht eine weitere Gefahr, ein Plip. Plips können zwischen 0 und 3 Genstile enthalten. Ein Plip wird aufgedeckt, sobald er sich in der Sichtlinie eines Terminators befindet. Bewege den Terminator in Mitte des Raums. Okay, das machen wir jetzt. Jetzt weiß ich ja, was es ist. Also, ja, wenn wir gesehen werden davon, dann können da neue spawnen quasi. Ganz fiese Geschichte. So, wir bewegen uns jetzt dahin und drehen uns. Also eine Bewegung kostet einen Punkt, eine Drehung kostet einen Punkt. Und dann, da da jemand ist, decken wir es jetzt quasi auf. Wir haben jetzt nur diesen Radarpunkt gesehen, diesen Plip. Und da kommt gleich noch einer. Sehen die nicht hübsch aus. Und, ach, wir sollen feuern. Wählen Sie Schuss. Okay, machen wir. Wenn wir, glaube ich, uns nicht bewegen, kriegen wir einen Gratis-Schuss, ne? Schüsse kosten normalerweise 1 AP, sind aber nach Bewegung gratis. Ach, nach Bewegung sind sie gratis, siehst du. Feuer frei. Und den haben wir zersäbelt. Und jetzt haben wir immer noch 2 AP-Punkte. Jetzt gehen wir auf Abwehrfeuer. Ich hätte versucht, den nochmal zu killen, aber gut. Machen wir Abwehr. So, jetzt müssen wir den anderen auswählen und wählen ihn quasi in die Richtung zu den nächsten Gefallenen. Und dann Zug beenden. So, jetzt kommt der andere. Genstealer. Und er weicht aus, diese Ratte. Linke Viecher. Die haben keine normalen Klingen. Die haben, ich weiß nicht mehr, Chitin. Ich muss es mal nachlesen. Die haben auf jeden Fall, die kommen mit ihren Krallen, ihrem extra Krallen, um durch Rüstungen durchzukommen. Ganz böse Viecher. Bedauerlicherweise hat sich das Glück gegen den Terminator gewandt. Sein Stormbolter hat eine Ladehemmung. Er hatte keine verfügbaren Aktionspunkte mehr, ja, um zu entkommen. Der Genstealer hat nun die Gelegenheit, ihn zu erreichen und anzugreifen.
Bewege, ja, okay. Das heißt, er ist hinne. So. Bewegen uns, interagieren, aktivieren unseren quasi Kollegen. So, und ich angreife und drehe dich und mit kostenfreiem Feuer, okay. Wir sollen uns einmal drehen zu dem Süßen da. Und ihn. Achso. Ja, nutze das kostenfreie Feuer. Es wird auch hier angezeigt, Gott sei Dank. Ich hätte es nicht vergessen. Obwohl ich es vor 2 Minuten gesagt habe. Feuer. Gut, wir haben ihn nicht geschnitzelt. Es kommt eine interessante Variante. Es gibt da wohl ein Kartensystem. Das heißt, auf Leertaste haben wir zweimal Punkte. Einmal KP und AP. Und jetzt habe ich eine Katze. Geh mal weg. Danke. So, wenn wir die Karte umwandeln, kriegen wir quasi 3 AP. Das sollen wir gerade machen. Und die KP, ich glaube, es wird auch noch erklärt, ich glaube, am Start pro Runde kriegt man einen KP-Punkt dazu. Dafür kriegt man Kommandopunkte, waren es, glaube ich. Wir machen es einfach mal. Ja, warte, ich mache mal ein bisschen raus für dich, Katze. Dann kannst du dich da optimal in die Schublade legen und ruhig sein. So, Schublade, Katze, Schubladenkatze ist glücklich. Karte umwandeln. So, das heißt, er hat jetzt hier... Ja, geh mal weg mit dem Text. Warum soll ich denn wechseln? Wir haben, warum hat er jetzt keine Punkte? Ich dachte, ich habe nur Punkte gekriegt. Hm. Feuer! Und weg ist er. Ja, das ist auch gut zu wissen. Dank des Dauerfeuers war der Schuss erfolgreich. Nutze die übrigen Trupp-AP, um den Terminator mit Abwehrfeuer zu versehen. Achso, ich glaube, wenn wir zweimal schießen quasi, dann haben wir Dauerfeuer und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, den Feind zu treffen. So, jetzt kann er Abwehrfeuer machen, den Gang quasi sicher halten, falls da was kommt. Wir wechseln zum Apothekarius, ich sag mal zum Onkel Doktor. Einen Onkel Dr. Marine und den schickt man jetzt nach vorne. Na, der kann natürlich, hat auch einen Stormbolter, dicke Panzerung, ist aber da, um verwundete Terminatoren zu reparieren oder zu heilen oder sonst irgendwas. Auch das könnte ich nochmal nachlesen. Jetzt gerade, wo ich spiele, kriege ich immens wieder Bock drauf, mich mit dieser Materie zu beschäftigen. Jetzt, ich habe lange Zeit nichts mitgemacht, aber so langsam wird es wieder interessant. So, Zug beenden, machen wir doch. Und da kommen wieder Gegner. Hallo, Süßer. Da kommt auch einer. Eieiei. Mann, haben die lange Zungen. Lässt du meinen Apothekarius in Ruhe. Wenn ich was falsch aus... Würfel... Nee, oh ja, man sieht hier Würfel. Ich hätte das gerade... Oh, gar nicht gesehen. Falls ich was falsch ausspreche oder so, bitte ab in die Kommentare oder vergebt es mir einfach. Mein Englisch ist nicht so gut. Öffne den Kommandokarten, um mit der letzten Bedrohung fertig zu werden. So, Kommandokarten sind diese KB-Punkte. Darauf wird jetzt eingegangen. Der Trupp erhält ein KP-Punkt oder ein KP zu Beginn jedes Zuges. Normalerweise ist es ratsam, Genstealer aus sicherer Entfernung anzugreifen, da sie im Nahkampf eine hohe Chance auf Erfolg haben. Das sind halt die übelsten Nahkampf-Motherfucker. Du hast aber eine Karte, um das zu ändern. Wähle die Karte für den Imperator! Für den Imperator! Ziele auf einen Terminator. Der nächste Nahkampf ist ein Erfolg. 100 pro Erfolg. Geil, spielen wir aus. So. Dann, ja, er wird schon erst rot markiert. Er ist der übelste Apothekarius. Und jetzt darfst du dann gerne. My fear is to fail. Und Feuer. Ach nee, gar nicht. Hau drauf. Bohrmaschinen extra Power. Yeah! So, Krone sitzt. Jetzt können wir. Was können wir machen? Du kannst Karten entsprechend der Anzahl deiner vorhandenen KP spielen. Du erhältst zu Beginn jedes Zugs bis zu 3 neue Karten. Da sollte man öfter reingucken. Öffne die Kommandokarte und... Okay. Achso, das soll ich jetzt machen. Entschuldigung. Ja, wir wandeln die nochmal um und kriegen dafür 4 AP. Das heißt, wir können jetzt hier zu... Für den würde ich doch mal stehen lassen. Der hat ja noch...
Na, den können wir jetzt hier mal. Hier, hallo. Dahin. Onkel Doktor macht dich jetzt mal wach. So, jetzt haben wir einen neuen Kollegen. Träger schwerer Waffen. Also ist jemand mit dickem Wummen. Und der soll halt zu diesem Ausgang. Dann haben wir jetzt hier schon mal einen weg. Und ich glaube, zwei sollen wir rausschaffen. Und dann haben wir es schon gepackt. So, bei ihmchen machen wir gar nichts. Ach so, ich kann gerade nichts machen. Wird auch nur... Ach so, warum auch immer. Haben sie wahrscheinlich abgekürzt. Der dürfte nicht gehen, aber kann jetzt gehen. Und dann müsste das jetzt das Tutorial gewesen sein. Ja, wir müssen uns alles gemerkt haben, was wir jetzt gemacht haben. Denn ab jetzt habe ich auch nicht weitergespielt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es auch danach so machen, dass ich nie länger eine Folge mache. Also immer nur ein Video. Egal wie lange es geht. Wenn es 10 Minuten geht, dann sind 10 Minuten Videos. Wumpe. Ne? Aber da es jetzt hier das Tutorial war und wir jetzt richtig anfangen wollen, legen wir los. Nur zur kleinen Info. Symbionten oder Genstealer gehören zu den Tyranniden und Tyranniden haben noch ganz andere Viecher. Ne? So wie die Space Marines auch andere Einheiten haben, haben auch die Tyranniden ganz andere Einheiten. Ganz andere fiese Viecher. Und von den Symbionten gibt es auch noch unterschiedliche Viecher. Also die man unterschiedlich, also im Codex konnte man sie spielerweise im Tabletop anders ausrüsten. Dann gab es einen, der konnte super schleichen mit Giftwaffen und was weiß ich alles noch. Und es gab noch von dieser Variante noch einen Overlord oder so, der noch ein bisschen größer und stärker und fetter war. Und noch mehr alles zerballern und schlagen konnte. So. Maus weg. Psst, weg da. Space Marines. Jetzt geht's los. This is Sergeant Tahariel. In the name of Sanguinius and the Emperor, the squad stands ready. Bless your weapons and advance. Lazaro here. My warspecs wait in a moonlight form nearby. Could be Xenos. Keep your weapons prime, brothers. Hold your fire until we make visual contact. Blood Crusader to strike team. Sergeant, this is Captain Obaldo. We read you on scry sensors. Visual feeds from your combat cameras are clear. Your will, brother captain. How do you wish us to proceed? Okay, der Captain bin ich da. We were summoned to destroy this Hulk, and so we will. A world lives or dies on our victory this day. The Adepts suggest you attempt to locate an ammunition store or an energy core that might be induced to detonate and fracture the derelict. Make your way deeper into the wreck. You know the drill, Sergeant. Deploy your squad and advance with caution. Dispatch any opposition you encounter without mercy. Ja, für den Gott Imperator. Legen wir los. Verstanden. Brother, I know it has been some time since you were last deployed as field commander. This squad has been thrown together by circumstance, and none of your men have fought alongside each other before. This is not an ideal situation, but I trust your courage and your skill. Ja, da bist du genau bei mir richtig. Your faith in me will not be misplaced, brother captain. You shall not fail. So, wir haben einen Sergeant, einen mit Energieschwert wahrscheinlich. Oder wie das Schwertchen auch hieß. Jetzt dürfen wir auswählen, wo er kommt. Also wie gesagt, ich habe das Brettspiel leider nie gespielt. Schande über mein Haupt. Wir haben... Das müssten normale sein, oder? Das ist einer mit schweren Waffen. Normale heißt Sturmbolter und eine Nahkampfwaffe, glaube ich. Guck mal, Sergeant nach vorne. Klatsch, Bombatsch. Muss ich erstmal alle kommen lassen, oder... In Position machen wir den mit der schweren Waffe in der Mitte. Und die anderen beiden, zack. Teleportation. So.
exfiltriere zwei Terminatoren. Mhm. Sekundärziel, folgende Klasse Sergeant. Töte vier gegnerische Einheiten. In position. Ich hatte auch mal, ich glaube, früher mal gelesen zu haben, dass auch auf diesen Space Hulks auch Orks zu finden sind. Aber ja, so viel dazu. So, es gibt immer einen Punkt, wo wir raus müssen. Wo ist der denn? Wo ist denn der Punkt? Oder muss ich den finden? Trümmer, die irgendwie Wege versperren. Ach, da. Das heißt, nach links und rechts würde ich jetzt gar nicht gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich da agieren soll. Space Marine, wie geht's weiter? Zugphase 0. Wir haben noch alle jetzt A4P. AP. Darf ich jetzt nicht was bewegen machen? Voraussetzung nicht erfüllt. What? Muss ich Enter drücken oder was? In the name of the Emperor. So, Ego. So. Okay. Hier kann man ganz geil... Beweg die doch nicht weg, Junge. Also das ist jetzt einfach mal Energieschwert. Ich glaube, die hießen auch so. Und das ist eine Stormbolter. Also ihr müsst euch mal vorstellen, die Waffe ist bestimmt so lang und dick wie eine... Ne, dick nicht, aber die Bolter-Munition ist auf jeden Fall der Hammer. Dicker als irgendwie eine Maschinenpistolen-Munition. Keine normalen Schusswaffen. Ich glaube, es sind Kugeln mit Sprengsätzen drin. Das heißt, wenn sie irgendwo eintreffen, gibt es natürlich quasi eine Detonation. So, ich habe aber keine Ahnung. Die Tür ist zu, ne? Kann aber geöffnet werden anscheinend. Ist nicht versperrt. Komm, wir gehen mal ganz mutig. Achso, so. Oh, so viel können wir nicht gehen. Ah, Abbruch. Wir können nur gerade gucken, ist ja voll doof. Wie gehe ich denn da am besten? Taking up position. Ach, jetzt habe ich ihn eigentlich zu viel bewegt. Ich wollte den in Feuerbereitschaft stellen. Bewegen und schießen, nee, brauche ich nicht, lass mal. Da ich mich nicht drehen kann, will ich nicht mehr. Ne, da wollen wir nicht hin. Ah, was drücke ich denn hier? Ja, komm. Ich habe Fall drückt. Ich will den nächsten. Der kann vier Schritte gehen. Das machen wir. Ne, das mit dem Umwandeln will ich noch nicht machen. Danke für den Tipp. Das machen wir jetzt nicht. So. Ich gehe jetzt mal eine Runde Risiko ein. Ah, dass der in diese Richtung dreht, ne? Das gefällt mir nicht. Aber egal, machen wir mal. Ein bisschen vorne ranzukommen. Wir müssen das mal bewegen. Also ich glaube, dass aus diesem Gang, aus dem Gang was kommt. Und aus dem und von vorne. Bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen eh nach vorne. Lang und schmutzig. Ich hoffe, ich mache das hier alles richtig, ey. Ich will mich hier nicht blamieren. So, und dann sage ich Enter. Da kommt einer. Da kommt einer. Wir haben einen Ping. Ich sag nicht Flips. Ich weigere mich. Ich nenne das Ping. So. Der Sergeant hat ja rein theoretisch ja auch... Wie können wir jetzt das am besten aufstellen? Kann der schräg schießen? Schräg stehen kann er ja nicht. Dass ich so quasi den da hinziele, nach da ziehen lasse, ihn nach da. Ich versuch's einfach mal. Ich weiß es nicht, ob es geht.
jetzt werden einige sagen, nein, was hat er gemacht, der Heinrich? Ich mach's einfach mal. Ihn bewegen wir einfach mal ein Feld nach vorne. Und dann sehen wir ja gleich, ob aus dieser magischen Tür was kommt. So. Hier gehe ich volles Risiko. Ach, muss ich da gucken. Fear my thirst. Orders confirmed. Okay. Mal gucken, ob das irgendwie Sinn ergibt, was ich jetzt gemacht habe. Scry scanners detecting multiple contacts inbound on your position. You have awakened a swarm. Wir scheinen einen Schwarm in aufgeweckt zu haben. Also mehrere Ziele. Ich bin jetzt langsam traurig, dass ich hier keinen dritten Mann habe. Lass mich dich doch mal nehmen. Zurückgehen kostet 4 Punkte wegen Drehung, ey. Ach Mann. Dann geh weiter. Ich lasse die Tür noch zu. Und checking our position. Ziehen uns so zurück, dass wir den Gang da noch einen Blick haben. So, ich lasse die jetzt hier nochmal stehen. Mal gucken, ob das sinnvoll war. Target in sight. Gene Stealer presence confirmed. I repeat, Gene Stealer's confirmed. Ach, es kommen noch mehr. Jetzt kommen von da welche. Er hätte es nicht damit gerechnet. Also, ich muss hier drücken. Suffer not the alien to live. All warriors fire at will. Wir werden es nicht dulden, den ihre Existenz. Wir werden sie wegballern. Where a section of the Hulk has collapsed, the gene stealers will surely take advantage of the breach. Okay. Wo ist denn ein Teil eingebrochen? Achso, jetzt wahrscheinlich das, was jetzt hier passiert, dass es da jetzt ein Punkt ist, wo sie spawnen können quasi. Ach, da sind drei Gegner. Fuck it, ey. Warte mal, der steht falsch. Wir hätten ihn in dem linken Gang gebraucht. Verdammte Axt, ey. Ja, der macht jetzt hier AP-mäßig was, ne? Overwatch. Ob das was bringt? Schießen kostet 1 AP. Machen wir mal. Feuer. Gut, bringt nichts. Feuer. First Blood. Mark it well, Kinsman. But be wary. These gene stealer filth never act alone. More will be coming. Es werden noch mehr kommen. Ist okay, gehe ich mit. So, wir gehen jetzt aber hier mit ihm wieder hier. So, und dann nehmen wir nicht. Und dann machen wir selber. Feuer. Ego-Perspektive. Und. Oh, finde ich geil. Na, die Waffe weg. So sieht der Sergeant aus. Er hat da oben noch so einen Ehrenkranz von oder irgendwas ähnliches, was symbolisiert, dass er geil ist. Von den Blood Angels.
man sieht so diesen Kelche mit Blut getränkt, man sieht diese Punkte, da sind Tropfen, Blutstropfen soll es glaube ich sein oder so. Das sind so die Symbole der der Blood Angels und rechts ist ein Schulterpanzer der Terminatoren, das zeigt einfach hier, ich bin ein Terminator. Ich glaube es ist auch so, heißt auch irgendwie so ähnlich, wenn ich falsch liege, ich verweise nur auf meine Erinnerung von vielen, vielen Jahren, einfach mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren. Und ich werde mal gucken, die Tage mal wieder den Codex lesen. So. Eine Siegchance 56%, Fehlschlag 44. Mal aus dieser Perspektive Feuer. Nice. Nice. Heinrich, gefällt das. Ah, es gab doch schon mal ein Spiel von Space Hulk. Warum habe ich das nicht gespielt, ey? Öffnen. So. Ich gehe aber nur einen Gang. Weil ich ein Pussy bin. Und Schutz. Und du gehst einfach weiter. So. Nächste Runde. Tonproblem. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch gerade gehört habt. Das klang so ein bisschen. Beim Laden. Ich glaube, dass ob da jemand spawnt, das muss auch irgendwie ausgewürfelt werden. Das kommt nicht einfach so, glaube ich. Und kommt da in meine Reichweite? Das Problem ist, wenn unendlich viele Gegner kommen, kriege ich meinen Sardin nicht weg. So. Oh, da liegt noch einer. Scheiße, müssen wir mit denen irgendwas machen? Hier sind die Wild Space Marines. Leichnam. Gut, nimm mal den erstmal das Einfache. Wir gehen einfach in den Raum, in die Mitte. Yes, brother. Sergeant, hold! I see Astartes power armor on the visual feed. Go in for a closer look. Indominus Patton Terminator Plate. And the chapter colors are those of the 13th, the Ultramarines. I'd warrant this kindred battle brother perished here many decades ago. It appears the Blood Angels are not the first Space Marines to board this hulk. Perhaps we can access this fallen sun's combat recorder. Mm-hmm. Theoretical, our position will be overrun. We cannot hold. Tactical, evacuation sequence has been initiated. It will not be enough. 200 life forms approaching. Brother Ilarion is dead. Scheiße. I am low on ammunition. They're everywhere. The Ultramarines were overwhelmed and slaughtered. But why were they here? Move on, Sergeant. Perhaps this mystery will unfold. Klärt sich im weiteren Verlauf. Ja. Kann ich mit den Leichen irgendwie interagieren? Aber wir müssen erstmal vorsichtig bleiben. Ach, jetzt habe ich nur den diese Sichtweite. Naja, dann kannst du da jetzt nicht absichern. Was ist 5? Nimmt eine Verteidigungshaltung ein. Beim nächsten Zug wird, wenn das gegnerische Ereignis ein Erfolg ist, sofort ein Würfel erneut erzeugt. Mhm. Können wir das? Können wir Wache und diese AP-Geschichte machen? Geht das? Auch das testen wir jetzt einfach mal. Achso, das geht nicht. Fuck. Der kommt an. Wenn er nicht die Tür öffnen muss. So, das nächste Problem ist... Ja, da... Den können nicht wegknallen? Ja, dann kommt aber der nächste. Das ist alles, Käse. Aber vielleicht... Warte mal kurz. Nein! Ja, dann machen einen guten Eindruck und geben die auf den Sack. So, gib mal den her. Ich will dich nicht mehr.
Du kannst nicht schießen, weil der eine nicht... Ah, so. My honor is my life. So, wir versuchen wieder. Komme ich da ran? Nein, komme ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Reichweite von den Arschlöchern ist. Wir lassen das mal. Du darfst schießen. Warte, 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 bevor wir schießen. Nein, noch. Rechtsklick. Rechtsklick drücken, Heinrich. So, ich werde das aus der Perspektive haben. Feuer! Er hat sich geduckt. Feuer! Na, Feuermann! Okay. Sicht wechseln. Und dann gehen wir auch wieder auf die zwei. Overwatch. Und dann sage ich Enter. Und ich hoffe mal, dass jetzt dann nächstes Mal keiner kommt. Dass ich meine Truppen hier ein bisschen zusammenziehen kann. In den nächsten Sektor hier Gang gehen kann. Und von da kommt schon wieder irgendwas. So, jetzt muss aber... Ah, scheiße. Wache hätte ich nie machen sollen. Wache ist scheiße. Ah, da kommt noch einer. Noch eine Ratte. Ja gut, da kommen auch wieder zwei Feinde. Machen wir erstmal den Spaß. Und ich würde sagen, Feuer. So, die Klasse Träger schwerer Waffen kann mit einer Sturmkanone, einen schweren Flammenwerfer oder eine Plasmakanone ausgestattet werden. Die Sturmkanone und der schwere Flammenwerfer benötigen Munition. Die Plasmakanone hingegen hat eine unbegrenzte Anzahl an Schüssen, kann jede aber explodieren. Das ist auch darum, warum ich nie Plasmawaffen zum Tabletop damals gespielt habe, weil wenn du auf eine 1 würfelst, dann macht's Kalabum und du kannst gegenwürfeln, ob du noch lebst oder stirbst. Also ein Rüstungswurf war das damals. So, dann machen wir diese Sicht. Zack. Overwatch. Overwatch. Und raus da bitte. So. Der nächste kommt ja gleich, der kriegt dann schön Feuer. Und jetzt ziehe ich meinen Sergeant weg. Ich hoffe, das ist, wird mir jetzt nicht das Genick brechen. So, die Tür ist noch verschlossen. Da haben wir noch kein Signal gesehen. Das heißt, ich bin mal so frei. Kann ich mit diesem irgendwie ne interagieren? Schade. So, dann gehen wir mit dir. Nein, nein, nein. Einfach mal zwei Schritte. I'm moving. Und auch da machen wir der AP. Haben wir alles bewegt, kontrollieren und Enter. Ich würde gern den mit der schweren Kanone, nämlich den Gang, weiter. Oh, da kommen die nächsten. Ich muss da so ein Timing finden, nicht der am besten zurücklaufen kann. Jetzt haben wir nicht gesehen, dass da jemand erschossen wurde. Da kriegt nämlich schon wieder Verstärkung. Das heißt, ich gehe dann einen Schritt zurück und dann wieder in die andere Richtung. So, und die warten da ab. Das heißt, ich kann den auch nicht wegbewegen. So. Eigentlich kann ich ihn auch mal einen Schritt nach hinten bewegen. Dann kriegen wir ihn vielleicht so hier in diese Position und können dann hier alles beschießen. So der Plan. Sergeant. Move. Move. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das hier irgendwie rundenbegrenzt ist. Aber hier ist ja bisher kein Loch oder so, ne? Machen wir die Tür auf. Kein Rattenloch, oder? Okay. Und ja, das kommen immer mehr. Das heißt,
Die haben nicht so viel Spielfiguren, die haben mehr Spielfiguren als wir quasi auf dem Feld. Ach, ist er noch gestorben? Oh Gott sei Dank. Es kommen immer mehr. Nimm doch mal die Maus weg. Und? Hohoho. Das ist ja ein Killer. Drei hintereinander. Das ist der übelste Motherfucker. So. Die Frage ist, das würde gehen. Muss ich die Richtung angeben? Ach, das gefällt mir alles nicht, Mensch. Das heißt, ich muss erstmal mit einem zurückgehen und dann mit dem nächsten. Weil wenn ich mit ihnen, ich weiß nicht, ob das geht, wenn ich mit ihnen jetzt schräg gehe, dass er quasi noch in diese Richtung guckt. Weil wenn das nicht geht, dann haben wir ein Problem. Ich gehe das Risiko jetzt nicht ein. So, wir gehen mit ihm erstmal zurück und dann anderer hat dann Pech. So, hier ist ja die Luft frei quasi. Der gibt dann von dort Deckung. Und der kann nach vorne sprinten. Ich weiß nicht, ob alle raus müssen oder ob es reicht, wenn einfach irgendwie zwei Leute rauskommen, dann habe ich gewonnen die Runde. Das weiß ich nicht. Das sehen wir gleich. Ich hoffe, ich verkacke hier nicht. So, weiter. Alter, was da kommt, ist ja der Hammer. Ja, die kommen nicht rum hier, ne? Die trauen sich nicht. Mein Weapon ist jammed. Dann müssten sie eigentlich die Leichen türmen. So. Kommt wieder einer. Aber kommt nicht um die Ecke. Er kommt nicht um die Ecke. Ich gehe mal mit ihm da drauf. Was passiert? Du sollst einfach dahin gehen. Okay, einen haben wir. Taking up position. Sergeant ist wichtig. Und jetzt das Gear, ne? Ach, ich komme gar nicht vorbei. Die da kommen, die, ich glaube, die wissen, dass er da steht. Und die da richtig quasi in diese Sturmkanone reinrennen. Eine kleine Art Minigun. Die ganz viel Boltergeschosse mit den kleinen Sprengsätzen quasi in ihre Richtung schießen. Und fuck. Der hat sich geduckt. Der kann den einen von hinten angreifen. Der kann den einen von hinten angreifen. Dieser übelste Arsch. Ach so, wenn es jemand stört, dass ich fluche, das ist ganz normal bei mir. Wenn ihr es hört, einfach weghören. Wenn es euch nicht gefällt, dann einfach nicht gucken. So, Feuer. Mal daneben. Einmal haben wir noch. Okay. Jetzt. Ah, es kostet nämlich drei. Scheiße. Es kostet drei. Jetzt müssen wir eine Karte umwandeln. Was haben wir denn? Ehre deinen Sturmbeutel. Beim nächsten Schuss, ja komm. Umwandeln. Was haben wir noch? Nahkampf erfolgreich. Ach komm, hauen wir das mal weg.
challenge, brother. So. Kommt der Sergeant raus? Niemand wird zurückgelassen. Wir haben eine Errungenschaft. Und das war auch unser Missionsziel. Wir haben es erreicht. Es leben die Space Marines. Es lebe der Imperator, der Gott-Imperator auf dem Thron von Terra. So, erfolgreich. Achso, exfiltriere heißt einfach, dass zwei rauskommen in 10 Zügen. Haben wir ja gerade so geschafft. Ein Sergeant auch in 10 Zügen. Und wir kriegen Waffen. Geil. Zusatzbauteile. Und Bruder Madril kriegt eine Kettenfaust. Das ist eine, ja, eine energiegeladene Faust, glaube ich, mit einer Kettensäge dran. Oder nur eine Faust mit einer Kettensäge dran. So, Züge haben wir 10, aber wie gesagt. Gut, wir haben viel mit Abwehrfeuer gemacht und man muss die Gänge halt sauber halten. Das ist so vom Spiel, was ich da bisher gesehen habe, eigentlich klar. Ne? Dieses sind viele Aliens und ja. Achso, es geht noch weiter scrollen. Gut. So viel dazu. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich drücke, ob es gleich weitergeht. Sergeant, oh, scheiße. I have deployed additional battle brothers to your location. A heavy weapons bearer and apothecary will join your squad. Wait. An Imperial warship is approaching the Blood Crusader. It bears the penance of the Inquisition. Okay, die Inquisition. Attention, sons of Sanguinius. This is Inquisitor Jost von Marburg, acting on behalf of the Holy Ordo Xenos of Terra. Stand to and prepare to receive new orders. Genau, das sind die, die Inquisition sorgt dafür, dass quasi in den Bereichen des Imperiums, also der Menschen, Ordnung gehalten wird. Alle Leute, die gegen das Imperium sind, gegen den Gott-Imperator, ja, ziehen die Wut, glaube ich, der Inquisition auf sich und werden hingerichtet und getötet. Standard. Das heißt, sie haben auch sehr viel zu sagen, die Inquisitoren. Und bauen auch sehr viel Scheiße und, ja, wie es halt ist, wenn man Macht hat, wird diese Macht missbraucht. Manchmal auch zum Negativen, weil die manchmal vom, also bei einigen Story-Sachen kam es vor, dass sie von dem Chaos korrumpiert wurden und, ja, haben dann deswegen komisch gehandelt. This is Brother Captain Ubaldo, Commander of the Blood Crusader. Tell me, Lord Inquisitor, how was it possible for you to receive the distress call from Gorgonum? The warp storms in this sector are smothering all long-range astropathic communications. We received no signal, Captain. We knew this Space Hulk would be here. Our records call it the Forsaken Doom, and we have been aware of it for a long time. You knew. And yet, you sent no advance warning? It is not your place to question the will of the Inquisition, Blood Angel. The Ordo Xenos has a special interest in this particular derelict. It changes nothing. Your mission is to attempt to save Gorgonum. You may proceed with my blessing. Das ist auch so ein Totschlagargument. Ne, den Willen der Inquisition dürft ihr nicht in Frage stellen. Na, sie dürfen halt machen, was sie wollen. Naja. Lord Inquisitor, I must speak. This is Weltrand Lerzak, Fabricator General of the Forge World Gorgonum and faithful servant of the Machine Gods. I beg of you, we desperately need the support of the Ordo Xenos. I have no troops, no battle retinue to offer. I am merely here to observe. Ein Inquisitor ohne Gefolge? Okay. Da muss er irgendwie beschützt werden, ne? Ich mal. Er hat ja meistens die ich bisher immer irgendwas drüber gelesen haben, die hatten immer ein paar Leute bei sich. Das ist schon verdächtig. Observe, my lord. And may I ask why you will not intervene? You may not, Captain. Very well, Inquisitor. As for you, Fabricator General,
My battle brothers have a mission and an enemy to kill. By the throne's light, that is all the Emperor's angels require. We are most grateful, honored Captain. Although it may not be enough to halt the derelict's advance, Gorgonum's planetary and orbital defenses are at full alert. We will open fire on the Hulk when it is within range. Mhm. Okay. Also sobald halt dieses riesige Koloss von einem Space Hulk zu nah an den Planeten kommt, wird es halt befeuert. Was sein kann, die Space Marines operieren immer aus dem All. Die haben immer ein großes Schiff und haben, ja, die haben Landungskapseln, Landungsboote, mit denen sie quasi auf andere Einsatzgebiete fungieren können. So bleiben sie immer mobil. Das kann sein, dass wir vielleicht auch auf diese Fabrikwelt kommen. Das würde ich cool finden. My crew and my kinsmen will take the brunt of this fight, fear not. But your expertise would be welcome aboard the Blood Crusader. Our ship still bears the wound of our last battle. I would bid you send us your most learned tech priests and all supplies you can muster. Okay. Jetzt, ja, geht das Video mir noch ein bisschen zu lang. Also wie gesagt, ich mache am liebsten so halbstündige Videos, außer es ist jetzt was Neues oder, irgendwas Besonderes. Ich würde jetzt hier einen Break machen und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr irgendwie noch irgendwelche Ideen habt oder noch mehr wisst als ich zu diesem Thema, bitte ab in die Kommentare. Es würde mich interessieren. Ich kenne mich jetzt, ich habe jahrelang, vor Jahren, mich mit Tabletop auseinandergesetzt und eine Zeit lang gespielt. Ich habe sogar die Tyranniden auch gespielt. Ich habe sie eigentlich vor ein paar Jahren erst aufgehört. Aber trotzdem, ich bin vergesslich und wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte ab in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche interessanten Sachen habt, wo Wissen steht, ab in die Kommentare. Ansonsten, ja, abonnieren nicht vergessen, wäre ganz geil. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Heinrich, ciao.